Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Ausgepackt aus dem Hause Modellbau König. Ja, ich bin der Christian und heute habe ich mal ein wenig Zubehör aus dem Hause Panzerart mitgebracht. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir Resinreifen und zwar von Panzerart unter der Nummer PA-RE35715 und die sind für den russischen GATZ oder GAZ, ich muss ja selber erstmal gucken, 2330 Tiger Road Wheels. Kosten so um die 15 Euro und ich würde einfach mal sagen, ich stelle die Artikel erstmal vor, beziehungsweise den Artikel und dann gucken wir gleich zum nächsten. So, wie immer ist die Boxart unbemalt, die Artikel kommen in einem kleinen Zip-Beutel daher und sehen so aus. So, und wenn ich mir die Detaillierung so angucke, die sind unbelastet, das zum einen und dann haben wir hier vier, ich sag mal, normale Räder und dann ein Ersatzrad. Das gucken wir uns jetzt hier mal in der Detailaufnahme an. Ich hoffe, das hält. Ja, hält's. Dann gehen wir hier mal ran. Dafür haben wir ja die Kamera. So, und wenn wir uns das jetzt hier mal angucken, also was derzeit ja, aus den Resinschmieden so rauskommt, das ist schon wirklich, wirklich, ich bin jedes Mal darüber erstaunt, wie hoch die Qualität ist, wie toll diese ganzen Sachen sind, welche Details man da sieht. Also das ist echt absoluter Wahnsinn. Jede Naht, jeder einzelne Strich hier hat hier seine Richtigkeit und das sieht richtig, richtig gut aus. Wenn ich so an früher zurückdenke, wie die Qualität von Resin teilweise war, Blasen, verbogen, dies, das und jenes. So, und wenn man sich dann diese Details hier anguckt, und die sind ja alle so, das ist ja nicht nur so, dass ich hier den besten rausgesucht habe, sondern ich packe die hier einfach mal hin, damit man sich das angucken kann. Das Einzige wirklich, was jetzt noch ist, das sind hier die Angüsse. Aber die sind ja auch schon so marginal klein. Ich gehe noch mal ganz nah ran, damit man das sehen kann. Selbst hier verjüngen die sich ein bisschen nach innen, dass man das dann wegmachen kann, dass man da eine relativ kleine Auflagefläche hat. Und ich sehe euch gleich noch mal einen kleinen Tipp. Wenn ihr das hier versäubert habt, habt ihr nämlich gleich schon mal die Stelle gefunden, wo der Reifen dann im Anschluss drin ist. So, dann haben wir hier noch das Ersatzrad. Das unterscheidet sich natürlich durch die fehlende Felge und ich weiß gar nicht, ich werde das sicherlich irgendwie halten müssen. So, dann gibt es gleich den Fingernagel mal ein bisschen mit. Hoffe, dass die Kamera das hier scharf schaltet und nicht nur irgendwie die Hand. Also da ist natürlich die Felge nicht mit da drinne, beziehungsweise dann da, wo das montiert wird, sondern es ist einfach genauso wie beim Ersatzrad üblich dargestellt. So, ich denke mal, Preis 15 Euro für die Reifen beziehungsweise für die Qualität kann man jetzt irgendwie nicht groß meckern oder mäkeln. Die meisten Hersteller legen ja Vinylreifen mit dabei, die mittlerweile, muss man sagen, ja auch schon ganz gut detailliert sind, aber es geht natürlich auch noch ein bisschen besser, wie man doch hier tatsächlich sehen kann. So, die neueste Neuheit, die habe ich hier und ihr werdet das ja bestimmt schon in der Überschrift gesehen haben, unter der Nummer 35727 habe ich hier Leopard 1 Main Battle Tank Road Wheels, also für den Leo 1. Und auch da wird sich bestimmt der ein oder andere Vintage Kit, wie das so schön auf Englisch heißt jetzt, also der ältere Bausatz finden, wo man, wenn man dann möchte, die Laufrollen dann hier dementsprechend austauschen kann. Ist bei manchen Bausätzen vonnöten, aber auch das ist immer so eine, ja, ich möchte mal sagen, Glaubensfrage. Muss das sein? Möchte ich das machen? Habe ich die finanziellen Mittel? Möchte ich das Geld in ausgeben? Reicht mir das so? Es gibt ja von bis Modellbauer und das ist ja auch gut so, weil am Ende des Tages soll das Ganze Spaß machen und darauf kommt es natürlich auch an. Oder beziehungsweise das ist der einzige Grund, worauf es ankommt. Also sollte auf jeden Fall so sein. So, wir haben hier insgesamt drei Tütchen mit fast identischen Inhalt. So, und ich zeige mal, wo da die Unterschiede liegen. Aber ihr seht das auch gleich selber. So, und zwar haben wir nämlich eine Innenseite und auch eine Außenseite und natürlich nochmal Unterschiede. So, und erstmal zeige ich die drei Unterschiede. Und sicherlich wird der Leo-Experte unter euch gleich erkennen, wofür was ist.
genau richtig. Das ist einfach an der Art und Anzahl hier der Bolzen und wie das natürlich aufgebaut ist. Und das hier ist die äußere Laufrolle, die man praktisch sieht. Da sieht man hier die Gummierung drumherum und da die Stahlfelge, hätte ich jetzt beinahe gesagt, die Stahllaufrolle. Und auch hier ist die Qualität wie bei den vorhergehenden Set richtig gut. Und was wir hier ein ganz bisschen haben, das müsste man natürlich auch sagen. Wir haben hier vom Gießen, das ist leider bei diesen exakt runden Bauteilen, ist das öfters mal so, da haben wir so ein ganz bisschen Absatz. Ist aber wirklich easy peasy zu versäubern, ein bisschen mit Schmirgelpapier rüber und dann ist das Ganze auch schon Geschichte. Da habe ich jetzt aber auch das negativste Beispiel rausgesucht, die anderen sehen alle besser aus. Meistens ist das immer in diesem unteren Bereich, ich zeige es hier auch nochmal, in diesem unteren Bereich dort, wo dann praktisch das zur Form hochgeht. So sieht das jetzt nochmal im Detail aus. Und wie gesagt, wenn ich mir so manch älteren Bausatz jetzt vor Augen führe, da ist das natürlich auf jeden Fall eine wirkliche Verbesserung. Schlägt mit 19 Euro zu Buche. Bietet sich natürlich an für Bausätze, die man gerne noch ein bisschen, ich möchte mal sagen, pimpen möchte, ein bisschen aufarbeiten möchte. Dafür ist das dann gedacht. Bei den ganz neueren Bausätzen müsste das eigentlich nicht gemacht werden, es sei denn, man möchte das natürlich. Aber wie gesagt, das ist so, wie man sich ein Auto aussucht. Man kann natürlich die Basisversion nehmen oder man kann noch ganz viele Upgrades noch dazu kaufen. Ebenso bietet sich das natürlich hier beim Modellbau an. Und es gibt ja nur wirklich, wirklich viele Firmen, die genau davon leben. Und das macht das Salz in der Suppe, wie es ja so schön heißt, dann auch aus, dass man halt die Wahl der Qual hat. Und sich die Sachen dann ja auch dementsprechend aussuchen kann. So, ein Set habe ich heute noch für euch und das ist hier das hier. Und damit gehen wir wieder in die Vergangenheit und das ist für den Opel Blitz unter der Nummer Panzerart RE 35 738. Opel Blitz Late Wheels, Kommissional Pattern, also keine Militärausführung, sondern das wäre auch im Zivilbereich zu finden. So aufgebaut wie die anderen. Wir haben ja wieder diesen Stück bzw. Faltkarton und dazu dann die Reifen, die sich hier in diesem kleinen Beutelchen befinden. Das holen wir mal raus. So, und da ist ein bisschen Unterschied zu den anderen. Wir haben nämlich hier einmal die Reifen, die natürlich so aufgebaut sind, dass wir Vorder- und Rückseite haben. So, ich muss erstmal ein bisschen sortieren, wie das hier aufgebaut ist. Hinten hatte der ja Zwillingsbereifung. Dementsprechend sind dann auch die Reifen hier angeordnet. Ein Ersatzreifen dazu und dann haben wir hier noch die Verbindungsteile, die jetzt hier noch dazwischen kommen und dann ist das Ganze so aufgebaut. So, und da haben wir gleich ein bisschen Werbung. Wie sind denn nun die Teile? Das ist natürlich immer wichtig. Und das wollen wir uns natürlich angucken. Und auch da kommen jetzt, ich sag mal, die Spritzgusshersteller von den Details nicht mit, obwohl sich auch hier jede Menge schon gemacht hat. Aber wenn wir uns hier wirklich diese kleinen, feinen Details angucken und auch hier, ihr seht das ja hier, das Profil der Reifen, also das ist schon wirklich, wirklich tippitoppi. Und Herstelleraufdruck ist mit dabei, es sind die Reifengrößen sind mit dabei. Ein ganz wenig Rückstand vom Gießen hier kann man das sehen. Das ist hier diese Haut hier, das müsste einmal ein bisschen versäubert werden. Da reicht aber schon fast scharf angucken. Und dann ist das Ganze weg. Wichtig ist immer, dass hier im Profil, dass das alles schön gegossen ist, dass da keine Blasen sind oder so. Das ist der Fall. Auch diese Reifen sind nicht belastet. Und ihr seht das ja hier schon, wie wirklich marginal klein dieses Angussstückchen hier ist. Also auch das kenne ich von früheren Zeiten echt noch anders. Wirklich gruselig, grausig. Und wenn ich das so sehe hier, also wir haben wirklich goldene Modellbauzeiten, wo man hier diese schönen Zubehörsachen dann kaufen kann. Schlägt auch ähnlich oder genauso wie die Tigerreifen oder für den Gatz-Tiger mit 15 Euro zu Buche. Sagt der eine natürlich, ist eine ganze Menge Holz, aber wie gesagt, wer noch Ätzteile und dies und das und jenes macht und wenn man dann die Gummifletschen da hat, die Vinylreifen, da ist es auf jeden Fall eine schöne, nette Bereicherung. Und wie gesagt, alles kann, nichts muss, das ist ja das Schöne und am Ende des Tages soll einem das Modell gefallen, was man da gebaut hat, beziehungsweise welches Projekt man geplant hat. Projekte hat man ja mal ganz viele. Am Ende des Tages,
Ihr kennt ja die Ausbeute selber. So, dann sind wir schon am Ende der Vorstellung. Ich freue mich, dass wir auch, ich sag mal so, kleinere Sachen vorstellen, Zubehör, dass wir uns nicht nur den Fokus auf Bausätze legen und natürlich, dass wir, dass es Firmen gibt da draußen, die uns immer wieder unterstützen. In diesem Fall hier Panzer Art aus Polen. Herzlichen Dank dafür. Dann bedanke ich mich wie immer auch bei euch. Ich hoffe, ihr konntet die Vorstellung genießen, euch mal einen Eindruck machen, was alles so möglich ist, welches nettes Zubehör es so gibt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video. Bis dahin, euer Christian von Modellbau König.